Hallo und willkommen zu meinem Beitrag zur DGHD 2020 mit dem Titel Analyse digitaler Lehrangebote durch Auswertung von Nutzungsdaten. Ich bin Marco Winsker von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Meine Fragestellung ist, wie Studierende Lehrvideos nutzen, die als digitales Zusatzangebot zur Verfügung gestellt werden. Ich habe dazu die Lehrveranstaltung Digitaltechnik 1 betrachtet, zweites Semester Elektrotechnik, das waren 80 Studierende. Und ich habe zunächst mal überlegt, wie erwarte ich als Lehrende die Nutzung und dann geschaut, welche Abrufzahlen gibt es auf YouTube. Das erste Video, was ich betrachtet habe, ist eine Einführung in das Praktikum. Meine Erwartung ist, dass sich alle Studierenden das Video zur Vorbereitung anschauen und dann während des Semesters noch einmal hineinschauen, um nochmal Details anzusehen, wie das Entwurfsprogramm zu bedienen ist. Hier sieht man die Nutzung in Schwarz und meine Erwartung in Rot. Also am Anfang des Praktikums 80 Studierende, dann während des Semesters nochmal 20 Studierende. Und die Nutzung auf YouTube entspricht eigentlich recht guten Erwartungen. Tatsächlich beim Anfang des Praktikums hohe Abrufzahlen, während des Semesters dann nochmal weitere Nutzung und hier nochmal so ein Peak am Ende des Semesters. Das ist der Nachholtermin, wo viele Studierende dann nochmal ihr Praktikum vervollständigt haben. Zwei weitere Videos, die ich betrachtet habe, sind Zusatzinformationen in der Vorlesung. Das ist Illustration von einem technischen Ablauf. Das sind so zwei Automaten aus der Digitaltechnik. Die Videos werden in der Vorlesung gezeigt, um auch einen Medienwechsel zu haben. Und meine Erwartung ist, dass etwa ein Drittel der Studierenden dann nochmal das nachbereiten und vor der Klausur alle Studierenden, also 80, das nochmal nutzen. Und bitte beachten Sie den unterschiedlichen Maßstab der Grafiken. Das sind Grafiken aus YouTube Analytics. Und wie Sie sehen, hier vorne ist die reale Nutzung. Die entspricht nicht meinen Erwartungen. Die Studierenden nutzen diese Zusatzvideos kaum. Eine weitere Analyse, die man durchführen kann, ist die Zuschauerbindung. Hier wieder dargestellt für das erste Video, Einführung in das Praktikum. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Ergebnis. Man sieht hier am Anfang ist ein leichter Einbruch. Das ist wahrscheinlich so eine Autoplay-Funktion, dass YouTube automatisch dieses Video startet und sofort nach ein, zwei Sekunden erkennen Zuschauer, dass sie das nicht interessiert. Diejenigen, die dann noch ein paar Sekunden dabei bleiben, haben eigentlich bis am Ende vom Video Interesse. So ein paar kleinere Stellen haben etwas höhere Nutzungsabrufe. Das sind Dinge, wo Details aus der Software erklärt werden, ist aber kaum relevant. Ja, mein Fazit. YouTube gibt sehr gute Einblicke, wie Lehrvideos genutzt werden. Auch die Zuschauerbindung gibt ein sehr gutes Feedback, wann der Inhalt uninteressant wird, wann man anfängt, Dinge zu wiederholen. Als Ergebnis für die betrachteten Videos, das obligatorische Lehrvideo Einführung ins Praktikum wird sehr gut angenommen. Da gibt es wertvolle Infos für die Studis, wie das Praktikum durchgeführt wird. Die optionalen Lehrvideos waren auch nicht klausurrelevant, wurden kaum genutzt. Das ist ein bisschen schade, aber im Nachhinein schon verständlich. Danke für das Interesse.